Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, in 13 Minuten geht's los mit der Belagerung von Syrtis. Die machen das jetzt schon, okay, die können jetzt schon. Komisch, verstehe ich jetzt nicht. Die sagen immer, es ist 9 Uhr. Soll 9 Uhr gehen. Aber wahrscheinlich geht's schon 8 Uhr. Aber ich hole jetzt hier noch die Warmaster-Coins, weil ich im Tor sowieso nur sterbe. Weil die anderen immer Fernkämpfer sind und ich natürlich dann den ganzen Protz abbekomme. Von mir aus sollen die dort verlieren oder so. Ah je. Aber wahrscheinlich gehen die gar nicht rein, also nur in die Mauer rein. Da rein. Und ja. Ich glaube, die machen das gar nicht. Das Tor ist kaputt. Oder können es gar nicht kaputt machen oder sonst irgendwas. Ja, ja. Wir sind jetzt momentan hier in Ephorias Castle und warten noch kurz diese Minute und 38 Sekunden. Außerdem, ich habe einen Part verunstaltet beim Schneiden und so. Ich habe 15 Minuten aufgenommen und wollte das in 23 Minuten Parts schneiden und hab dann irgendwie das Programm ist mega nervig, also ich habe so ein eines, das man einfach runterladen kann, installiert und bin ich rausgekommen, also ist irgendwie das ganze Video kaputt gegangen. Tut mir leid, ein Video weniger. Was ist da passiert? Ich habe Shamalfort verteidigt gegen die Syrten gestern Abend, die waren wieder mal zahlenmäßig extremst überlegen. Hab mit ein paar anderen ein paar Eisen gejagt und das hat sich so orientiert, dass ich jetzt 558 Königreichspunkte habe und also ungefähr 75 bekommen habe. Weiß jetzt nicht genau, wie ich vorher hatte. Außerdem habe ich noch ein bisschen gelevelt, aber ja, es ist halt einfach momentan jetzt extrem lange und die Lust ist halt auch gerade nicht so da zum Leveln. Nach der Mauer werde ich natürlich wieder leveln und muss heute noch zum Arzt, weil ich extreme Bauchschmerzen habe. Da muss ich nämlich auch schauen. Ich hoffe einfach, dass ich nicht irgendwie wieder ins Krankenhaus muss oder so, dass ich wieder eine Woche lang nicht da bin oder so. Uiuiui. So. Danke für die Warmaster-Münzen, die sind nett. Und jetzt habe ich auch hier wieder, von hier bis hier, habe ich die Dinge, also fast ein Strich, ein großer Strich bis zu einem kleinen Strich, habe ich geschafft durch diese Belohnung. 9375 Erfahrungspunkte. So. Also, und ich könnte einfach so kurz abbrechen, weil jemand kommt, der mir den Arzttermin gibt oder so. Dann schneide ich ganz kurz und dann schneide ich wieder zu, also ja, tue ich wieder das Video machen, also anmachen. Und ja, eben das ohne sagen kurz, ja, ich muss kurz weg oder so, AFK. Weil es geht wahrscheinlich schnell, der kommt nur so rein. Finde ich Frechheit. Finde ich eine Frechheit. So. Also jetzt gehen wir an die Mauer. An die Mauer. An die Mauer. Und vielleicht bekommen wir jetzt das Level über, wenn wir die Mauer dann stürmen. Dann bekommen wir recht viele Erfahrungspunkte. Da oben sind die Wachen, die mich erschossen haben vor 30, ne, von 20 Levels. Ich wollte den Binden mal ein bisschen erspähen und dann haben die Wachen dort mich getötet und dann wollte ich hier ein bisschen erspähen. Dann haben die Wachen mich dort getötet. Ja, die waren noch extrem stark da. Die sind über Level 60. Und ich mit Level 30 bin wahrscheinlich irgendwie so 3 Hit oder 2 Hit gewesen. Das tat weh. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch überleben könnte.
kurz rein und dann wieder raus und ich habe null Leben dann. So, aber es geht auch viel besser als gestern Abend, wo ich den Part aufgenommen habe, da war es mir extrem, war einfach sehr, sehr müde und es war so Schweiß, so schweißig, also dass man so richtig geschwitzt hat gestern Abend, schwül. Also viel, viel Luftfeuchtigkeit gehabt, sehr viel Tropennacht wieder mal gehabt. Jetzt sind es ungefähr 3 Wochen her, seitdem es das letzte Mal richtig gegießt hat, geregnet hat. Und alles ist furztrocken. Ich musste alles mal gießen, habe mitgeholfen. Den Leuten, die dort arbeiten, habe ich freiwillig mitgeholfen. Stellt euch das mal vor. Das ist was, eh? Das macht man heutzutage nicht mehr als Zocker. So, 3 Minuten oder so etwas, gell? Das reicht noch. Was Para ist sowieso immer sauer. Wer ist Para? Paranoid? Oder was? Es gab mal einen, der hat sich so genannt. Weiß nicht, ob es im Magnum war oder in Flüff oder in Last Chaos oder irgendwas so. Wo seid ihr? Ich liebe das. Wo seid ihr? Immer schön ganz nahe an den Syrten oder den Eisen entlang gehen, damit sie sich bereit machen, dass sie sich buffen und dann gleich wieder zurückziehen, damit sie einfach sinnlos diese Buffs gemacht haben. Ups, and leck. Voll der Lektomie. Ja, 5 Magnetstücke, sehr schön. Da ist ein Einwohner, alles Einwohner. Wo seid ihr denn? Kommt mal an die Mauer, hey. Ihr müsst an die Mauer kommen. Der Baroma ist hier. Ich bin der Barbarenspäher, ich kann besser sperren als die blöden Jäger. Voll die blöden Jäger, Gott, oh Gott. Voll schlimm. So, ich möchte gerne die Mauer stürmen, aber irgendwie warten die noch auf was? Keine Ahnung. Voll die lieben Freunde Eisen und Syrten. Forever alone. Müssen immer zusammenarbeiten und haben so darum sind sie nicht alone, aber ich meine einfach, dass sie eben so machen würden, als wären sie immer alleine und dadurch zusammen sind. Aber denke ich mal, Jon Snow, der ist tot. Greift er an? Ja, weil die irgend so überlegen sind, greifen sie natürlich zusammen an und verteidigen zusammen auch. Finde ich lustig. Ich finde das schon lustig. Wieso heißt Regnum nicht eigentlich 2 gegen 1? Wieso heißt Champions of Regnum sollte doch heißen 2 gegen 1 Frau Regnum? Pro Regnum 2 vs 1. Neu im Kino. Haha. Ich will was machen. Ach Leute, hey.
Ihr seid so langweilig in Regnum. Alle diese Suchtig-Spiele sind so langweilig. Wer ist alles ein Suchtig-Spieler? Ich! Plötzlich sind die Kommentare voll. Alle, ich bin Suchtig-Spieler. Ich spiele Regnum. Ganz süchtig. Ah. Voll krass, Mann. Sind die in Herb? Was ist los mit euch? Leute, ich will doch aufnehmen. Oh, noch ein Magnetstück. Gut. Ah, ich werde es lieben, wenn wir wirklich, wirklich sehr maßgebend sind. Also wenn wir einen Clan oder so haben und eigentlich den Takt selber angeben, dann das wäre so richtig genial. Aber dafür muss die Initiative auch von euch kommen. Das würde das Let's Play auch ein bisschen aufheitern. Aber ihr werdet nicht gezwungen, Ignis beizutreten, wenn ihr schon bei Isius oder bei Sylten seid. Es ist gut, dass wir auch Ding haben. Ein paar Feinde, wo uns das Leben schwer machen kann. Und ja. Ich werde euch natürlich einen schönen Tod begehren in der Regnung. Nein. Das schon nicht. Oder ihr kommt so mit Bossschmuck und allem und besiegt mich so kläglich in Let's Play und dann könnt ihr angeben in den Kommentaren. Soll ich. Ha, ich habe Drago Basler an dieser Szene um diese Videozeit getötet. Mit One-Hit und alles Mögliche. So, ja, könnte es sein. Vor allem habe ich viel weniger Zeit als ihr. Ich bin vielleicht eine Stunde oder anderthalb Stunden. Ah, ist schon wieder drin. Ja. Yeah. Okay. Gar nicht gesehen. Ja, es ist schon wieder. Lol, das hätte ich niemals überlebt vor 10 Level oder so. Okay, ich müsste zuerst schauen. Die haben nämlich wegen dem Ding Südiswall nicht mehr belagert, wieder gewechselt, die Forts. Also dann gehen wir leveln. Dann ist es so zu Ende von mir aus. Also Leute, hey, es waren ein oder zwei Sirten davor außen und der brecht einfach die Belagerung ab. Das ist eine Freche. Eine absolute Freche. Aber ich finde, die Egen könnten viel weniger passiv sein. Die Leute sind einfach nur passiv und gelangweilt. Das finde ich eine Frechheit. Leute, tut doch nicht die anderen Leute, die Spaß daran haben, damit eigentlich ja, stören. Das ist eine Störung. Also ja, ihr stört damit die anderen Leute, die gerne Fortschlachten machen wollen und so. Macht entweder mit oder beendet das Spiel und geht in die Ecke kriechen. Aber die ganze Zeit am Bind herumgammeln und oder in den Forts herumgammeln ist auch nicht das, was ihr eigentlich gerne wollt wahrscheinlich. Also wir leveln hier. Solange kein Süd kommt. Wenn halt ein Süd kommt, gehen wir halt bei Shannarit leveln. Und sonst halt bei den Häusern. Aber ich denke, hier werden sie mich nicht finden. Also Eisen, bei uns geht die Party ab. Kommt rüber, Mann. Nein. Sehr, sehr schön. Ich habe ja wirklich dreimal so viele Eisen kennengelernt in den letzten 4-5 Monaten. Und also seitdem ich hier das Spiel war, na, das Anfangs Mai oder Anfangs April oder so. Und das sind ungefähr 2-3 Monate, 3 Monate her. Und in den 3 Monaten habe ich eben viel mehr Eisen-Ding, fast keine Syrten habe ich getroffen. Der Sven habe ich getroffen und noch zwei andere.
Und sonst eben fast ja viel zu wenig liegen. Das ist einfach, weil die Ecken früher niemand spielen wollte. Immer nur die Syrten, die ganze Zeit die Syrten oder die Eisen. Und bei Eisen waren sie eben geblieben, darum haben sie jetzt mich, also durch das Let's Play, ich habe ja mehrere Season gehabt. Eine Season war ja in Isius und die kam auch sehr gut an. Und dadurch waren viele Leute da noch drin. Das finde ich so toll, dass ihr so viel lange Rechnung spielt. Und dadurch wenig Ignis einfach fast niemand. Aber Leute, das könnt ihr so schnell machen. Ich könnte organisieren, Gruppen organisieren, die euch dann so extrem hoch machen wie ich. In Schnelligkeit und kann euch Items geben zum Leveln und so weiter. Also wer will, der darf natürlich kommen. Wir einen Clan gründen dann ab Level 15, also wenn ihr über Level 15 seid. Und ja, könnt ihr einfach einen zweiten Account erstellen oder einen Account bei Gamigo erstellen, wenn ihr noch keinen habt. Und könnt mitmachen. Ja, das Spiel ist ja nicht so schwer zum Kopieren. Einfach zu meistern ist es schwer. Also zum alles wissen. Vor allem von den Fortschlachten so kann man nicht alles wissen am Anfang schon. Da habe ich auch schon die Probleme. Weil ich alles selber herausfinden musste oder von den Leuten hier im Let's Play gesagt wurde. So, geht eigentlich recht schnell. Jetzt kommt sicher bald ein Jäger mit seinem Feinde finden Spell und findet mich und vielleicht könnte ich ihn dann besiegen, wenn er nicht Level 55 plus ist. Okay, ich habe schon einen Level 60er Jäger getötet, aber aus dem 1 gegen 1. Aber das war wahrscheinlich so ein schlechter und der war wahrscheinlich auch sehr passiv. Dem hat es angeschissen, er hat sich töten lassen. So, ich gehe jetzt ein bisschen hier näher an den Fluss hier. Oder See eher. Das ist noch ein bisschen See, ja. Okay. Und nun Silenze im Chat. Ja, ist kein Smiley. Tja. Und wann werdet ihr wieder die Syrten Forts angreifen? Habt ihr fertig? Haben, machen, fertig? Okay. Die haben, machen, fertig. Voll das Deutsch, Mann. Also wenn ihr mal meinen Papierkorb in meinem Zimmer anseht, dann wisst ihr, im Papierkorb ist nichts und ringsum ist alles. Also alles Meter ringsum. So scheißt es mich momentan an, das Zeugs reinzutun. Tja, Silence im Chat. Ich hatte auch immer noch gesagt, ey. Ich kann es immer noch sagen. Es schreibt niemand. Ach Leute, seid ihr am Schlafen? Wahrscheinlich alle so am PC eingeschlafen. Voll. Ja, eben so ändern sich die Zeiten. Also anfangs Juni waren ja die Icken so überlegen, die haben alles sofort gemacht und haben auch zurückgeschrieben, haben Party eingeladen und so. Dann so Mitte Juni bis Ende Juni hat es dann plötzlich niemand mehr gemacht. Ich habe die ganze Zeit PP oder Party Please und alles mögliche in den Chat geschrieben, dass ich Party komme, hat mich niemand eingeladen. Jetzt geht es wieder auch schnell, aber die machen in der Party nichts. Dann jetzt nicht so viel. Momentan will ich auch nicht in einer Party sein. Wenn die anderen Leute sowieso nicht killen, dann würde ich ja die Kills einfach weitergeben. Und das ist ein bisschen blöd. So, wir machen weiter. Tja. What is los, Inchat? Es ist nichts.
los. Der Chat wurde deaktiviert. Haben keinen Bock mehr. Ah, wahrscheinlich ist heute noch eine Wartungsarbeiten. Weiß es nicht. Eigentlich ist am Mittwoch. Was ist Donnerstag jetzt? Nein, es ist doch Mittwoch. Es ist Mittwoch. Gott, oh Gott. Es ist Mittwoch. Also die haben heute Wartungsarbeit. Oh je, das nervt mich. Oder haben sie es schon gehabt? Jetzt ist 9 Uhr 20 und ja. 9 Uhr 15. Und das Video wird wahrscheinlich auch bald lang, aber ich kann das jetzt heute hochladen, heute habe ich Zeit. Und ja, vielleicht kommt noch ein anderer Part. Also das weiß ich, ich habe vorher noch ein Ding, ein Path of Exile Part freigeschaltet. Dann könnt ihr auch schauen, wenn es euch interessiert. Und sonst könnt ihr auch mal alte Parts von Rechnung schauen. Dort habe ich, ja, ich habe ja eben 4 Sessions gemacht. Die ersten waren natürlich qualitativ nicht so gut. In der zweiten oder dritten habe ich ein paar Mikrofonprobleme gehabt, aber da ist es sehr leise. Und im dritten Ding bin ich ja wieder Syrte gewesen. Also erst ist Syrte, zweit ist Alse, dritt ist Syrte und vierte ist Ige. Da, der Ige. Der Marautdago. Und ja, könnt ihr die mal anschauen. Dort habe ich da mit Body Electric und Déjà-vu im ersten Ding zusammen in der Gilde ein bisschen gemacht. Und in Season 3 habe ich mit wie heißt sie jetzt schon wieder? Irgendwas mit Sheep oder so. Von Green Hell habe ich da gekämpft, Fortschlachten haben wir immer Alcius ausspioniert und ein paar Fortschlachten gemacht, aber nicht so erfolgreich. Da waren die Alcenleiter schon langsam ein bisschen schlechter. Aber es hat Spaß gemacht, richtig Spaß gemacht. So. Und wenn wirklich Alcius dann extreme unterlegen oder so ist, könnte ich auch mal dann ein Kurz-Let's Play oder so machen von Alcius wieder. Aber ich mache es nicht so gerne und es muss wirklich sich lohnen, also dass ich dann hochgelevelt werde oder so, weil es mir echt anscheißt, dort wieder hochzukommen. Oder ich könnte mal in den anderen Account schauen, ob die Charaktere noch da sind. Aber das werde ich erst machen, wenn ich wirklich hier in Ignis nichts mehr zu verlieren habe. Weil ich könnte dann gebannt werden oder so. Aber ich denke, die Regnum-Arbeiter machen das nicht mehr. Die bannen nicht mehr. Und ja, schreibt mir auch nicht mehr zurück, wenn ich jetzt das schreibe. Ich habe geschrieben, dass ich bei einer Ruine da bei Shannarit festgesteckt habe und dass sie das irgendwie fixen sollen mal und haben sich nicht zurückgeschrieben und auch im englischen Forum haben sie nichts geschrieben. Und ja, weiß nicht, wie ich NGD Studio sonst kontaktieren kann. Ich weiß, dass sie eine E-Mail haben, aber das ist wahrscheinlich Spanisch und oder Englisch. Ich könnte auf Englisch die E-Mail schreiben schon, aber ob ich die herkriege, wo kriege ich die E-Mail her? Das ist die Frage. Und das ist auch das Problem. Weil nichts in den Foren steht, überhaupt nichts. Und das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, habe ich das Forum gar nicht gefunden. Das Englische. Oder das Spanische habe ich auch nicht gefunden. Was ist denn los? Sind wir Deutsche die Einzigen, die noch spielen oder was? So, und von Amun hat man auch nichts mehr gehört. Ob dort jetzt wieder ein Peter-Patch drin ist oder so. Aber ich denke nicht. Spielt wahrscheinlich auch niemand. Müsste es mal schauen, aber ich kann irgendwie nicht
nachschauen, wie viele da drin sind, weil es nicht steht. In anderen Games steht es, wie viele Leute drin sind. Und ja, schon wieder ein Anführer. Oh, das nervt. Slash, stop, shut. Was geht das? Darf man das nicht? Mann, ich wollte stoppen. Ich wollte ihn herunterfahren. Ich wollte den Arbeiten, den Game Master hier ein paar Arbeiten ersparen. Und den Chat mal ein bisschen deaktivieren. Aber es geht nicht. Wieso geht das nicht? Hey. Oh, Lord, Totenbeschwör. 51 Kritschance, also 27. Toll. So. Jetzt sind wir bald Level 51. Also ich werde dann bis zum nächsten Part dann noch ein bisschen weiterleveln. Und ich sage dann, wenn ich Level 51 bin, bis zum nächsten Mal, ja. Kommt jetzt, Level, komm. Komm, Level, komm. Du bist doch so süß. Komm, Level 51. Komm. Ich will dich haben. Ich will dich doch haben. Ich will dich doch haben. Das geht so lange. Und dann muss ich mich noch aussuchen, oder was? Das ist eine Katastrophe. Waldige Katastrophe. Unaushaltbar. Oh, keine Feinde. Es geht einfach zu lange. Regnung ist scheiße. Ich werde sofort das deinstallieren, weil ich nicht leveln kann. Weil es so lange geht. So fertig gehält. Jetzt ist fertig gehält. Jetzt will ich noch mal ein paar Feinde finden. Komm. Sonst greife ich noch ein Zyrtan irgendwo. Am Bind. So Kamikaze, am Bind. Bam, bam. Und dann Level up. Yes. Ach, hier hinten ist niemand. Das sind gelbe. Ja, gelbe. Oh, ein wilder Löwe. Ich hoffe, kein Zyrt ist hier. Ah, alle Buffs sind kaputt, ey. Einmal laden. Oh, so. Ja, genau. Schmeiß mich noch um, dann habe ich auch gar kein Leben mehr. Ah. Yeah! Mann, verdammt, ich habe Level 51, yeah! So, also Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basha. Tschüss! Ja, ja. Zyklopenkrieger. Du hast nichts, du bist sowieso ein Pussy. Voll der leichte Gegner, Mann. Tschüss.